Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir den Game-Modus unter Windows 10 aktivieren bzw. deaktivieren können. Ab dem Creator-Update, denke ich, gibt es einen Game-Mode, der die Leistung der Spiele verbessern soll, indem ja sowohl die Priorität der CPU als auch der GPU erhöht wird. Für Spiele, wenn wir spielen natürlich. Ob das jetzt ja wirklich etwas bringt, sei erstmal dahingestellt. Jedenfalls will ich euch schnell zeigen, wie man es aktiviert oder deaktiviert, je nachdem. Aber auch gleichzeitig die Frage beantworten, warum die Spielleiste nicht angezeigt wird, wenn ich es aktiviere. Und zwar habe ich jetzt hier eine Windows 10 Maschine. Als erstes überprüfen wir hier in unser Windows Einstellungen. Ja, hier zack, über Einstellungen. Einfach die Seite hier aufrufen. Hier haben wir Spiele. Spielmodus sehen wir hier schon. Zack, einfach draufklicken. Und genau, hier Spielmodus. Ja, einfach überprüfen, ob unser PC dieser Modus überhaupt unterstützt. Wird wahrscheinlich der Fall sein. Und hier haben wir die Spielleiste, die muss hier eingeschaltet sein. Ja, aktiviert, damit sie auch angezeigt wird. Hier haben wir noch ein paar Optionen und Tastenkombinationen halt. Und schon, wenn ich das jetzt minimiere und mir ein Spiel hier aufrufe, irgendwas, einfach mal zu sehen, wie das aussieht. Hier, wenn ich jetzt die oder wir die Windows-Taste und die G-Taste zusammendrücken, schon erscheint hier diese Spielleiste. Ja, wir können hier, wenn wir spielen, hier ja Screenshots machen, Aufnahme starten, übertragen. Und hier haben wir die Möglichkeit, ja, Spielmodus nochmal zu deaktivieren und zu aktivieren. Hier haben wir nochmal das Zahnrad, hier die Einstellungen. Hier können wir nochmal den Häkchen hier setzen, Spielmodus für dieses Spiel verwenden. Dann wird das, denke ich, vom Windows automatisch gemanagt jetzt für dieses Spiel. Ja, dieses Spielmodus wird automatisch aktiviert hier, wenn wir das Spiel starten. Genau, wichtig jetzt hier ist daran zu denken, dass wenn wir Spiele in Vollscreen oder Vollbildmodus spielen, wird diese Leiste hier nicht angezeigt. Ja, auch wenn wir Windows G drücken, wird die Leiste nicht angezeigt. Wir können das Spiel trotzdem aufnehmen mit hier die Tastenkombination hier. Ich glaube, Windows Alt-R war das, um einen Rekord zu starten. Ja, das Bildschirm flimmert dann ein bisschen. Hier können wir nochmal nachschauen. Genau, Aufzeichnung starten und beenden auch mit Windows Alt-R. Ja, in Vollbildmodus, wie gesagt, wenn die Leiste dort nicht angezeigt wird. Wenn das aber hier, ja, wenn wir nicht im Vollbildmodus sind und hier alles aktiviert ist und unterstützt und diese Leiste hier trotzdem nicht angezeigt wird, wenn wir ja Windows G Taste drücken, dann haben wir noch mal die Möglichkeit vielleicht hier über irgendwo Apps und Features irgendwo, ich gucke mal. Also diese X, ach das war genau, also die App einfach noch mal diese Xbox App einmal zurückzusetzen, ja, neu zu installieren, sozusagen, wenn mir das jetzt hier weitergeht. Genau, wir haben jetzt hier unter Einstellungen Apps und Features. Das dauert bei mir jetzt ein bisschen, weil das jetzt hier eine virtuelle Maschine ist und ein bisschen langsam. Hier haben wir genau Xbox. Zack, einfach hier auf erweiterte Optionen. Und hier zurücksetzen, einfach draufklicken, das kann ein bisschen dauern. Bei mir wird jetzt wahrscheinlich ja nicht so lange dauern, hoffentlich. Genau, das einmal zurücksetzen, vielleicht einmal neu starten. Und wenn es dann aber immer noch nicht funktioniert, dann haben wir noch mal eine, ich schließe das jetzt einfach mal, das läuft im Hintergrund, haben wir noch mal die Möglichkeit hier über die Windows Registry. Da müssen wir ein bisschen tiefer ins System greifen sozusagen
und es darüber zurücksetzen einmal, und zwar wenn wir uns unsere Registry Editor hier aufrufen als Admin. Zack, und hier suchen wir einfach nach, ich mache mal das schon ein bisschen größer hier, unter hier Hotkey, Current User, Software. Hier irgendwo haben wir irgendwas mit Microsoft, genau, Microsoft, Windows, wo bist du hier, genau, Windows, Current Version hier. Und hier irgendwas mit Games suchen. Ein Schluss, genau, Game DVR, ja, DVR hier. Genau, und hier auf der, also hier markieren. Auch darauf achten, dass das richtige Schlüssel hier ist. Denkt daran, vorher ein Backup zu machen, zumindest von eurer Registry hier. Ja, das ist ganz wichtig. Und genau, wenn wir das jetzt hier gefunden haben, hier habt ihr nochmal den Pfad hier komplett, ja, zack, auf der rechten Seite hier einfach alle, alles markieren hier, alle Zeichen hier, außer den Standard, und ich mache mal jetzt so, damit man sehen kann, alles löschen, kommt noch ein Hinweis hier, eine Warnung, ja, wollen wir trotzdem, und genau, schon ist hier alles weg, ja. Noch mal gut, die werden dann automatisch erstellt nach und nach, und ja, eventuell jetzt den Rechner einmal neu starten, und jetzt spätestens sollte es aber wirklich funktionieren, ja, dass diese Leiste hier mit Windows G zack angezeigt wird. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Like und ein Abo, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.